Episode 109. Heute geht es weiter in der Zoom-Reihe, wie du als Trainerin, Beraterin oder Coach die Meeting-Plattform Zoom für dich nutzen kannst. Du bekommst hier jetzt Tipps von mir, und zwar 12 Stück an der Zahl. Das sind Tipps, die ich herausgezogen habe aus den ganzen Fragen, die mich erreichen, entweder in meiner Schulung, in meiner Facebook-Gruppe oder aber über meine Sprechstunde. Heute gebe ich dir den 7. Tipp, und zwar die Teilnehmeraktivierung durch das Kommentieren. Los geht's! Du interessierst dich für Bildung? Dann bist du hier genau richtig bei Bildung Rockt, der Lerncoaching-Podcast. Hier geht es um Themen wie Digitalisierung, Didaktik, Methodik und mentale Stärke. Ich bin Mareike, Sandra Mareike, dein Lerncoach für E-Learning. Und ich freue mich, dass ich in deinem Ohr sein darf. Los geht's! Heute geht es darum, die Teilnehmer zu aktivieren durch die Kommentierfunktion. Und die versteckt sich ja bei Zoom, wenn du zoom.us geöffnet hast und deinen Bildschirm freigegeben hast, wie du den Bildschirm freigeben kannst und was du freigeben solltest, habe ich ja auch schon in der ein oder anderen Podcast-Episode hier beschrieben. Und zur Not hörst du da einfach mal rein in die entsprechende Episode. Also du gibst deinen Bildschirm frei und sagst dann kommentieren. Und zwar steht oben für die Teilnehmer, es wird in der Bildschirm von sowieso angezeigt. Und dann sollen deine Teilnehmer auf Optionen klicken, mehr. Und dann wird da unten kommentieren angezeigt. Und was kann man denn jetzt alles kommentieren? Und zwar können die Texte schreiben, allerdings die Texte nicht korrigieren. Sie können zeichnen, sie können stempeln, sie können ja so ein grünes Häkchen machen, sie können ein X machen, sie können einen Pfeil machen, ein Sternchen machen, Herzchen machen, Fragezeichen machen. Sie können ihre eigenen Sachen auch wieder entfernen, also wegradieren. Sie können die Farbe ändern. Auswählen kannst nur du als Host. Das heißt, du kannst sagen, wenn jetzt mehrere auf deiner vorbereiteten PowerPoint, sag ich jetzt mal, kommentieren sollen, dann kannst du die Kommentare entsprechend verteilen, sodass sie nicht alle auf einmal landen. Das können die Teilnehmer nicht machen. Du kannst sagen, du möchtest die ganzen Zeichnungen löschen, du möchtest deine Zeichnungen löschen und du möchtest die Zeichnung der Zuschauer löschen. Du kannst auch die speichern. Und deine Teilnehmer können das auch speichern, die können sich auch einen Screenshot davon machen. Und wenn du auf das Textfeld klickst, weil sich jemand verschrieben hat, was ja ab und zu mal passiert, dann kannst du es auch korrigieren. Also so müssen Rechtschreibfehler auch nicht unbedingt immer damit einfach weiter stehen bleiben, sondern du kannst reinklicken und kannst dann sagen, ich korrigiere jetzt mal eben kurz den Text hier. Das finde ich eine sehr schöne Teilnehmeraktivierung und löst auch immer für Heiterkeit aus. Denn das ist etwas wie, ich bin aktiv, ich darf mitmachen. Und sei es jetzt, ob ich eine Deutschlandkarte einblende und sage, wo kommst du denn her? Und die einen oder anderen sehen dann, ah, sie kommt aus Nordrhein-Westfalen. Und ach ja, ich komme hier aus Hamburg, ich komme aus München, ich komme aus Berlin, ich komme aus Krefeld, Köln oder Castrop-Rauxel. Das ist im Prinzip eine schöne Übung. Oder du sagst deinen Teilnehmer, schreib mir bitte hier die Vorteile auf und da die Nachteile. Jetzt wirst du vielleicht denken, ja gut, Mareike, ich kann aber auch die Whiteboard nutzen. Das stimmt. Die Whiteboard funktioniert ganz genauso. Doch ich finde es auch nochmal schön, wenn man zum Beispiel was liebevoll Selbstgeschriebenes mit einbaut, wo die Teilnehmer dann sehen, ah, das ist nicht unbedingt die typische PowerPoint-Präsentation Schrift, sondern hey, hier ist auch nochmal eine individuelle Note mit reingebracht worden. Und welchen Tipp ich dir auch geben möchte, radier nicht alles einzeln weg. Das ist nicht schön, wenn du da alles einzeln vor den Teilnehmern wegradierst, sondern sag wirklich dann, Zeichnungen der Zuschauer löschen oder alle Zeichnungen löschen. Und vorher machst du halt diesen Screenshot, das solltest du auf jeden Fall tun. Denn
sobald du in deiner Präsentation weitergehst, würden diese Kommentare auch auf dem Screen stehen bleiben. Das sieht dann manchmal nicht so schön aus. Ob du das dann mitkommentierst, so nach dem Motto, so, Moment, ich lösche jetzt erstmal hier alle eure Zeichnungen. Oder ob du jetzt einfach, ich sag jetzt mal, stickum drüber hinweg gehst und sagst, hey, ich mach euch da gerade einen Screenshot von, dann eben schnell auf alle Zeichnungen löschen drückst und einfach weitergehst in deiner Präsentation. Das sei dir selbst überlassen. Was du auch machen kannst, wenn du nicht möchtest, dass deine Teilnehmer jetzt gerade hier kommentieren, weil manchmal ist das ja so, gerade bei Zoom, da kann man ja dann doch, sobald geteilt wird, immer anfangen zu kommentieren und viele Teilnehmer wissen das auch und dann wird dann wie wild drauf losgemalt, auch da an Stellen, wo du es gar nichts sagst. Dann kannst du jetzt als Host unter dem Punkt mehr auch sagen, Kommentare der Teilnehmer deaktivieren. Das heißt also, die können dann erstmal gar nicht kommentieren und dann können die draufklicken, so viel die wollen. Du musst dir aber merken, dass du die Teilnehmer deaktiviert hast für diese Funktion. Und falls du sie dann benötigst, dass du sie auf jeden Fall wieder aktivierst. Sonst wird es ein bisschen peinlich, wenn du dann sagst, ja, dann kommentiert mal. Und die dann sagen, ja, aber das funktioniert ja gar nicht. Moment mal, wie sollen wir denn kommentieren? Du hast uns ja gar nicht dafür freigeschaltet. Also von daher, überleg dir, wo du es einsetzt, wie du es einsetzt. Ich finde, das ist nochmal eine schöne Alternative zu den Chat, ja, eher doch Einbahnstraßenbenutzung. Und finde es auch für die Teilnehmer sehr schön. Übrigens, kommentieren klappt auch am iPad und an einem anderen Tablet und an einem Smartphone. Da ist es dann beim Tablet, ist es der Stift, der unten links in der Ecke ist. Wenn man da dann drauf drückt, dann öffnet sich da so eine Reihe. Da funktionieren nicht alle Funktionen. Ist auch ein bisschen mühselig manchmal. Am Smartphone ist es noch schlimmer. Am Tablet geht es ja noch einigermaßen, je nachdem, was man für ein Tablet vor sich liegen hat. Am Smartphone finde ich es dann meistens am unangenehmsten. Aber soll uns nicht stören, es funktioniert. Wie schön oder nicht schön, das entscheidet jeder für sich selber. Aber das ist etwas, was die Teilnehmer auch von diesen Devices aus machen können und auch aktiviert werden können. Und von daher finde ich das schön. Es gibt auch die Möglichkeit, dass du sagst, hey, ich schalte Reaktionen ein. Die sind auch sehr rudimentär, sag ich jetzt mal. Da kannst du dann klatschen oder einen Daumen hoch machen. Aber warum nicht auch mal seinen Teilnehmern applaudieren oder Daumen hoch, wenn eine gute Frage gestellt worden ist oder eine kreative Lösung gefunden ist. Also von daher finde ich das auch immer sehr, sehr cool. Das kannst du machen. Oder du sagst, wenn du im Chat für deine Teilnehmer das aktiviert hast, deine Teilnehmer können auch die virtuelle Hand heben. Die ist bei Zoom blau. Und da können sie dann ihre Fragen, also die virtuelle Hand heben und dann eine Frage stellen zum Beispiel. Oder eine Anregung geben. Und wenn du die Annotationen freigegeben hast, dann können sie sogar sagen, ja, dem stimme ich zu, dem stimme ich nicht zu. Mach langsamer, mach schneller. Weiteres wäre dann zum Beispiel ein Daumen nach oben, Daumen nach unten, klatschen, eine Kaffeetasse für, ich brauche eine Pause oder ich bin entfernt durch das Symbol der Uhr, wenn mal eben kurz jemand austreten musste und mit dem Radiergummi kannst du das alles wieder löschen. Also du hast hier schon eine Menge Möglichkeiten, deine Teilnehmer zu aktivieren. Du kannst es natürlich auch über andere externe Tools machen. Das ist dir immer frei und unbelassen. Das funktioniert auch sehr gut. Und wenn du dazu etwas hören möchtest, kein Problem. Dann sag mir bitte Bescheid. Dann mache ich dazu auch mal extra was. Und ich fasse das nochmal kurz für dich zusammen. Also, wenn du deine Teilnehmer aktivieren kannst, kannst du das über Reaktionen machen bei Zoom. Du kannst es über die Annotationen machen. Und du kannst es auch über die Kommentierfunktion machen. Und wenn du das nicht möchtest, dann deaktivierst du das einfach. Das sei dir überlassen. Aber tu mir einen Gefallen, geh einfach spielerisch damit um. Und bitte auch deine Teilnehmer spielerisch damit umzugehen. Denn wenn es spielerisch wird, dann ist es auch mal nicht so schlimm, wenn mal was nicht so ganz funktioniert. Wenn du da aber erst lang und breit darüber erklären musst, wie es funktioniert oder ja, ach, ich finde das gerade nicht und wo ist das denn genau? Dann wird es manchmal ein bisschen schwieriger. So, wenn du den spielerischen Ansatz da reinbringst, dann sagst du, okay, wenn es jetzt gerade nicht funktioniert, gucken wir gleich nochmal.
Und vielleicht hast du dann in der Pause mal eben kurz eine Möglichkeit, dann mit dem Teilnehmer nochmal gezielter dahin zu schauen. Aber mach es am besten für dich einfach. Stress dich nicht, stress deine Teilnehmer nicht. Und ja, auch bei den PowerPoints, guck, was dir gefällt, guck, was dir gut tut. Du musst keine selbstgemachten Dinge mit reinbringen. Ich finde es immer noch mal eine schöne Note. Und von daher wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Ausprobieren dieser Interaktionsmöglichkeit mit deinen Teilnehmern. Und wenn du mehr Tipps haben möchtest, hier im Podcast war es jetzt der 7. Tipp und es folgen ja noch 5. Wenn du mehr Tipps haben möchtest, dann gehst du auf den Link, der hier in den Shownotes steht. Da kriegst du dann 16 Tipps. Die werden auch so nach und nach gefüllt. Kriegst du dort dann bei meinem Partner Elopage und kannst dir dann noch 4 zusätzliche Tipps abholen, die es hier im Podcast nicht geben wird. So, das war's jetzt aber von mir. Ich wünsche dir viel Spaß. Wenn du noch was wissen möchtest und sagst, Mensch Mareike, kannst du das und das bitte beschreiben? Welchen Tipp hast du hierzu? Welchen Tipp kannst du mir dazu geben? Dann lass es mich wissen und dann nehme ich das auch noch mit auf. So, jetzt aber in diesem Sinne. Bis dann, deine Mareike.